Schön, dass ihr bei 7 Days in der Alpha 21 experimentell wieder mit dabei seid. So, wir wollen ja heute uns erstmal darum kümmern, dass wir schon zumindest einigermaßen hordenmäßig vorbereitet sind. Dafür brauchen wir ein bisschen Cobblestone, weil das bisschen Lehm, was wir hatten, haben wir hier in der Schmiede verbraten. Aber deswegen, ich habe mal geguckt, wenn wir uns jetzt eine Eisenschaufel bauen, die können wir nämlich schon. Dafür brauchen wir allerdings etwas geschmiedetes Eisen. Diesen habe ich ein bisschen was angesetzt, das sollte mittlerweile fertig sein. Jupp, sehr schön. Den werden wir auch mal kurz die Eisenschaufel bauen. Noch sind wir übrigens in der Nacht, die ist noch nicht ganz rum. Wir brauchen den noch. Holz haben wir. Viermal Leder. Das hatten wir aber definitiv, das weiß ich. Ja, gut. Leder wird auch knapp, aber noch geht's. Und viermal Klebeband, das kriegen wir hin, indem wir hier einmal... Da laufen schon wieder die Nachbarn rum. Vier Klebeband machen. Ich höre die Nachbarn hier rumtibbeln. Sehr schön. Klebeband. Ein Träumchen. Sehr schön. Na, wenn schon alle, mein Freund. Ne, wen schon alle. Also ich denke mal mit der Eisenschaufel, ich weiß nicht, ob die Ausdauer reicht, aber dann werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, mit so mehr als mit unserer. Können wir gleich mal vergleichen. Ich will nochmal kurz gucken. Vielleicht haben wir schon so eine Schaufelmod irgendwo eingesammelt. Glaube ich zwar nicht, aber möglich wäre es, ne? Jedenfalls nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, wir haben hier auch schon wieder ein riesen Chaos. Ja, auch nicht gut. Ne, wir haben keine Schaufelmod, aber ist nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. Wenn die fertig ist, vergleichen wir mal, aber die müsste ordentlich mehr haben. Den können wir, können wir jetzt nicht, aber... Oh, guck mal, die hat hier mich bei der Schaufelzeit der Blockschaden wichtig. 44,1. Ich wette mal, dass die Eisenschaufel da einiges mehr hat. Wir warten nochmal kurz, bis die fertig ist, würde ich sagen. Und dann ist auch die Nachtphase rum. Und dann können wir auch los. Da denke ich mal, werden wir uns jetzt hier mal im inneren Bereich der Stadt umgucken, ob wir da irgendwie ein stabiles Gebäude finden. Aus Holz oder so. Aus Holz, bin ich doof. Aus Stein, meine ich. Und dann versuchen wir mal ganz klassisch irgendwie einen kleinen Gang nach oben zu bauen, wo wir oben uns dann, muss ich mal gucken, so einen kleinen Käfig bauen oder so. Mit ein, zwei Stänkchen vor oder so, dass wir die Zombies wegknüppeln können, notfalls schießen können. Wir müssen ja irgendwo die Horde machen, ne? Das geht nicht anders. Und das kriegen wir schon hin, aber wie gesagt, dafür brauchen wir ein bisschen Cobblestone, damit wir es einigermaßen sicher kriegen. Cobblestone ist zwar jetzt auch nicht die Welt, aber besser als Holz. Das auf jeden Fall. Gut, dann warten wir da mal kurz. Ich denke mal so um 4, dann ist denn ja auch die Schaufel fertig. So, die Schaufel ist glaube ich fertig. Hier, 5 Sekunden noch. Dann werden wir in der Zwischenzeit noch mal ein paar Fackeln machen. Ich habe hier im 7. Tierfeld hatten wir noch. Stoff haben wir sowieso genug. Den kann er die auch schon mal machen. Und in der Zwischenzeit vergleichen wir hier einmal. Die hat Blockschaden 68. Unsere Steinschaufel hat nämlich nur Blockschaden 44. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich muss aber Ausdauer gucken. Die kostet 16,2 und die 20,3. Ist natürlich eine ganze Ecke mehr, aber wir werden sie trotzdem benutzen. Die werden wir schreddern. Und die gute Axt, die werden wir... Ich glaube, da können wir auch schon die Eisenechse, aber die brauchen wir jetzt noch nicht. Reparieren, der geht hier nach unten, mein Freund. Dorthin. Genau, ist es die Nacht aber auch gleich rum. Wir sind über 3.31 Uhr. Den passt das. Schmiede, denke ich mal, hat noch ein bisschen Lehm. Ja, kann aber auch alles einschmelzen, alles kein Problem. Haut doch ungefähr hin. Ich glaube zwar nicht, dass er noch alles an Holz braucht, kriege ich da jetzt aber nicht raus. Aber Holz ist auch nicht das Problem. Holz haben wir mehr als genug. Das größte Problem ist im Moment wirklich die Infizierung. Gut, aber Vogelnheader, sehr schön. Das ist doch ein Träumchen. Dann werden wir uns gleich mal umgucken. Dann können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen beleuchten. Ich meine, ein paar Fackeln brauche ich natürlich noch für unterwegs, aber stellenweise ist es mir hier einfach zu dunkel bei uns in der Bude. So, zumindest hier beim Eingang hätte ich schon sehr gerne ein bisschen Licht. Das reicht ja erstmal. Auch wenn hier momentan noch alles offen ist wie Nachbars Lumpi, die Zombies kommen ja von unten rein. Ja, können wir es aktuell nicht ändern, aber wir haben zumindest ein bisschen Licht. Aber wir werden auch definitiv unsere Horde nicht hier verbringen. Nein, auf keinen Fall.
So, du sollst hier rein, mein Freund. Die drei Fackeln behalten wir erstmal. Wir haben anständigen Knüppel, heile Axt wieder, schrottigen Bogen, aber der Bogen wird früher oder später eh rausfliegen. Wir gehen wieder auf Sturmgewehr und Schrotze, damit war ich sehr zufrieden mit der Kombi. Jetzt ist gleich Tag, das ist doch schön. Dann werden wir mal ein bisschen, so ganz ehrlich, Moment. Wir haben eh noch 5 Minuten. Können wir hier auch einmal ganz kurz unseren Müll entsorgen, ja? Hier liegt auch noch Müll. Ich glaube, das lockt euch jedes Mal Zombies an. Das kann raus, können wir einschmelzen, weiß ich. Brauche ich aber nicht. Sehr schön. So, es wird helllichter Tag. Wunderbar. Dann können wir jetzt raus. Ah. Schön, wenn frische Luft schnuppern kann. So, ich weiß nicht, die Nachbarn, die hier rumgetippelt haben, ob das Nachtzombies waren. Das werden wir sehen. Wir gehen jetzt einmal kurz zum Händler. Aber nicht, um eine neue Quest zu machen, sondern einmal unsere Quest abzugeben. Ja, und dann zu gucken. Also wir werden eine neue Quest schon annehmen, aber wir werden sie nicht gleich machen. Dann gucken wir jetzt erstmal nach Hordenbeast. Das wollte ich sagen. Das geht jetzt definitiv erstmal vor. Der hat noch gar nicht auf, ne? Stimmt ja. Der macht ja mal so spät auf. Der Typ ist ein Langschläfer. Ganz vergessen. Okay, dann gucken wir erstmal nach Hordenbeast-Häuschen. Wir müssen eh noch ein bisschen Lehm besorgen. Das können wir alles miteinander verbinden. Das ist überhaupt kein Problem. Irgendwas, wo wir uns aus dem Dach stellen können. Unsere alte Bude ist da nicht so schön. Da kommen die Zombies hoch. Wir könnten zwar die Leiter weghauen. Auch mehrere von euch geschrieben. Aber optimal ist das auch nicht, ehrlich gesagt. Das klingt nach Alänchen. Ja, komm Alänchen. Um den Morgen zu feiern, kriegst du einen Knüppel ins Gesicht. Steht dir besser. Bitte. Jetzt ist gleich die Ausdauer wieder weg, nur weil ich Fahrrad gefahren habe. Siehste mal. Ich dachte, er ist hier, aber das ist mir auch zu brüchig, ehrlich gesagt. So einfach wird das Ganze nix. Nee, nee, das ist da auch zu groß und ist, glaube ich, auch ein Vierergebäude. Kirche will ich definitiv später rein, aber nicht als Hortbase benutzen. Ist das hier ein Autoverkäufer? Sieht aus wie eine Elektroauto-Ladestation, wenn wir ganz ehrlich sind. Wo machen wir am besten die Horde? Das sollte schon ein stabiles Gebäude sein. Ich will da mal gucken. Das Gebäude, das sieht eigentlich ganz gut aus. Steck mal ein, das Fahrrad. Danke. Wohl das hier auch gehen? Nee, das ist ja das Kaputte. Wie stabil ist die Hütte hier? Wahrscheinlich absolut nicht stimmt. Da ist nicht mein Dach drauf. Sehe ich gerade. Da ist ja nicht mal ein Dach drauf. To that note. Ach, der Schlipsträger. Bitte. Ah, ich glaube, das Gebäude ist nicht geil. Aber hier können wir trotzdem einmal reingucken. Schwierig, schwierig für die erste Horde. Meine, Entewegzeuge, das nehmen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Stall auf jeden Fall. Und ja, ich könnte die jetzt auseinandernehmen. Bloß da wühlen wir uns fest. Wir brauchen mechanische Teile. Ich glaube, wir werden diese Tankstelle nutzen. Für die erste Horde. Wir müssen hier natürlich ein bisschen was wegnehmen, damit es nicht in die Luft gejagt wird. Ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Das heißt, die ist leer. Und normalen, regulären Zugang zum Dach gibt es nicht, ne? Glaube ich nicht. Ich werde mal gucken. Nein, soll auch nicht. Sehr schön. Das heißt, wie wir denn jetzt einmal kurz oben gucken. Dafür brauchen wir einmal ganz normale Blöckchen. 30 sollten erstmal reichen. Ich muss gucken, was das für ein Dach ist da oben. Das sieht mich eher gesagt nach halben Blöcken aus. Es sind halbe Blöcke. Oder? Nee, es sind ganze Blöcke. Oder? Ah, es sind halbe. Ja, gut, aber
Das ist ja gar nicht so schlimm. Wir müssen hier unten die Zapfsäulen so ein bisschen entfernen, ja. Aber ansonsten könnte man hier so einen schönen Weg hochbauen. Wir bauen uns hier so eine Art Käfig auf. Müssen wir mal gucken. Zumindest für die erste Horde. Das müsste hier schon hier vorne stehen, mein Freund. Geht das nicht besser? Nee. Ah, gut, ist vielleicht nicht optimal, aber für die erste Horde wird's gehen. So, nun stell dich doch mal dahin, du Zäpfchen. Sag mal, war das schon immer so, dass die so komisch rumgeschwankt haben? So. Okay, zack und zack. Den nehmen wir den wieder raus. Also, dass wir hier so einen kleinen Gang haben, wo die Zombies kommen. Vielleicht passt das auch so ganz gut. Hier würden wir den Stang zwischenmachen. Vielleicht noch einen höher. Ja, das geht. Mal gucken, ich glaube, ich werde hier unter... ich glaube, ich werde hier unter die Blöcke rausnehmen und ganz da reinsetzen. Und hier denn so den Weg hoch machen. Wir selber bauen uns dann so einen kleinen Käfig, Hütte, irgendwie sowas in der Richtung. Ich hoffe nur, mir stürzt das jetzt nicht ein. Oha, 1000. Ich das hier rausnehmen. Mal gucken. Also wir werden jetzt nicht das ganze Dach abbauen. Keine Angst. Wirklich nur hier der kleine Bereich, wo wir jetzt unsere provisorische Hordenbase aufbauen. Knüppelmäßig wird das nichts werden. Ich werde alles an Muni und Waffen mitnehmen, die wir haben. Damit wir uns irgendwie verteidigen können. So. Den da so reinstellen, stellst du ein bisschen sicherer, ne? Ja, ja. Das Ganze müssten wir hier dann auch machen. Hunger hatte ich gut auch wieder. Oh, da fehlt mir ordentlich ganz viel Essen. Ich hätte mir Essen gucken können. Wollen wir noch irgendwas essenmäßig einstecken? Natürlich nicht. Okay. Auf jeden Fall. Jo, jo. Ja, durstig auch noch. Ja, wir müssen sowieso noch einmal nach Hause. Ich trinken habe ich auch viel gegessen. Wir haben auch unseren guten Wassersammler. Sehr schön. Das hier ist, glaube ich, so okay. Willst du ein bisschen hier hochkommen lassen und die denn hier stehen? Das kriegen wir hin. Denke ich mal. Hier werden wir wahrscheinlich noch einen ganzen Block hinmachen hier vorne. Also wir müssen das Ganze halt ein bisschen für stacken und deswegen brauchen wir Cobblestone. Das wird wohl hoffentlich gut gehen bei der ersten Horde. Natürlich kommt eine anständige Base. Aber wir kommen hier in A21 etwas langsamer voran. Was ich persönlich mittlerweile sehr gut finde. Gibt ein bisschen mehr Schwierigkeitsgrad. Ja, und jetzt so ein bisschen von da kommen. Wir hier stehen, das passt eigentlich ganz gut. Dann können wir hier so bumm. Ja, ja. Trink erstmal das eine Wasser. Und hier bauen wir dann so eine Art Rampe vor. Geht das noch oder haben sie es rausgenommen? Mal gucken. Ich hoffe nicht. Nö. Industriefenster ist sogar ein bisschen mehr drin, habe ich den Eindruck. Oder? Und vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, da ist mehr drin. Säule, Außenecke und so. Nö, da ist deutlich mehr drin als vorher. Ich will eigentlich nur eine normale Rampe im Moment. Rampengerüst und so. Es gibt kleine Rampen. Gut, ich glaube, die gab es vorher auch schon. Ja, aber ist trotzdem deutlich mehr. Könnte man sich so einen kleinen runden Schornstein aufs Dach bauen, wenn man es denn umnicken möchte. Ja, so Pavianspitzen und so. Von Anfang reicht eine ganz normale Rampe. So, die müsste den hier vor, wie es geht. Macht er natürlich nicht, oder? So genau. Das Ganze müssen wir natürlich ein bisschen stabiler bauen. Brecht ihr jetzt nicht die Knochen? Naja, das Ganze müssen wir etwas stabiler bauen. Die Säulen müssen wahrscheinlich weg. Die hauen uns die Zombies sonst kaputt. Einmal auf Blöcke, Donke. Ziehen wir das erstmal so runter. Ja, das ist natürlich nichts für die Dauer. Die Hordenbase hier wird nicht ewig halten. Das ist mir schon bewusst. Aber für die ersten, vielleicht mit Glück, zwei Horden wird es gehen. So, mal nochmal 30. Dann kopiert doch bitte einmal die Rampe. Geht das noch? Mit kopieren?
Vom Kubi. Jo. So, hier bräuchten wir denn definitiv nochmal den Block. Also, da müsste wieder eine Rombe hin. Sehr schön. Den kopieren nochmal. Hat den falschen kopiert? So, die Rampi bitte, mein Freund. Danke. 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 Das Ganze müssen wir natürlich ein bisschen festlegen. Da fehlt auch noch eine Rampe. Aber das sind quasi während der Horde die Zombies hier hochkommen. Wir kennen das ja, das haben wir schon ein paar Mal gebaut. Wir denn da drinnen stehen und die hier wegknüppeln können. Das Ganze muss natürlich etwas stabiler. Vielleicht brauchen wir noch so ein kleines Dach drüber, damit sie nicht auf die Idee kommen, oben rauf zu springen. Ich hoffe, dass es geht und dass sie nicht die ganze Bude zerknüppeln. Da müssen wir gucken. Aber dafür brauchen wir wirklich... Dafür kommen wir dran vorbei. Ein Biestler Bruchstein. Wir freuen uns erstmal zum guten Recti, geben unsere Quest ab, nehmen schon mal eine neue an für später. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal wirklich um die Hordenbase. Das muss so, das geht nicht anders. Aber wir sind schon am Tag 6. Sollten wir das alles rechtzeitig fertig kriegen, wie gehofft, dann haben wir natürlich noch Zeit für eine Quest, so ist es nicht. Nee, ich glaube, neue Ware hat er noch nicht gekriegt, ne? Wir hatten Tag 4, ne, müsste Tag 7 das nächste Mal sein, also erst am nächsten Tag. Schade, wegen Honig hatte ich geguckt. Wollte ich gucken. Obwohl Honig wird uns hier nicht mehr viel bringen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Hatte ich ein Fass vergessen? Tatsächlich. Ich bin nochmal gespannt, das haben wir auf 30 Tage eingestellt, dass hier Chunks, die wir seit 30 Tagen nicht besuchen, resettet werden. Wie das so funktioniert, da bin ich auch mal gespannt. Doppelläufige Schrotze, Clownhammer, Vitamine, geschmiedeter Stahl. Boah, ist ja alles gut. Ich will aber auch die Zeitschriftenpakete, damit wir das hochkriegen. Ah, wir nehmen auch das Zeitschriftenpaket. So, was hast du denn noch, mein Freund? Besondere Zombies. So, das nehmen wir mit. Nee, ich glaube, der hatte keinen. Nee, Tag 7. Ach, Junge, hol die Backen, Mensch. Fertigung von Gewehren. Und Träumchen? Ah, selbstgebautes Gewehr, Stufe 2. Und hier, dann ist, was ist das? Entewerkzeuge. Essenwerkzeuge freigeschaltet, Qualität 4. Und hier, Arbeitsstation, immer gut. Gut, den machen wir einmal kurz wegen Essen und Trinken. Und Abstecher nach Hause. Und den besorgen wir uns erstmal Lehm. Steine haben wir ein bisschen Einstein. Damit wir wirklich Cobblestone herstellen können. Das nützt alles nichts. Das muss sein. Ich hoffe, die Quest ist jetzt nicht da, wo wir unsere Horde machen wollen. Das wäre etwas doof. Den werde ich sehr abbrechen. Und ist das, was wir da aufgebaut haben, ja wieder weg? Nee, das muss nicht sein. Gut. Aber wie gesagt, wir spielen jetzt nicht hier mit Stress, also mit Druckbetankung durch. Deswegen fange ich jetzt auch an mit der Hordenbase und nicht erst am Tag 7. Sonst wird das alles wieder so knapp, dann muss nicht sein. Und eine richtige Hordenbase können wir heute erst bauen, wenn wir die nötigen Materialien haben. Ich meine, Beton haben wir, glaube ich, nur für 2 Blöcke. Ist also auch nicht die Welt, ehrlich gesagt. So, warte mal. Fahrer, lassen wir mal kurz hier stehen. Den gucken wir mal. Erstmal in unserem schönen Wassersammler. Der sollte voll sein. Und deswegen schrieb ja auch mehrere davon, ne? Weil der nur maximal 3 sammeln kann. Das kommt auch. So, den gucken wir auch mal nach Essen. Erstmal hier nach etwas, was wir sofort essen können. Sehr schön. Aber wir sollten eigentlich Fleisch haben. Na gut, das sind 2 Stücke, ne? Das ist nun nicht die Welt, aber... Ich glaube, ich könnte mir auch Ofenkartoffeln machen. Müsste ich mal gucken. Und ansonsten, hier sind auch noch ein paar. Es ist besser als nichts, ne?
So, im Moment zeug ich da gar nichts ein, aufgrund von Holzmangel. Aber auch das haben wir gleich erledigt. So. Den köchel auch mal die Kartoffeln durch, mein Freund. Du kannst auch mal die zwei Stücke Fleisch durchköcheln. Und da fehlt uns ja eh einiges. Das ist besser als nichts. Das kann er erstmal noch wohl machen. Im Moment sind wir ja einigermaßen gesättigt. Sehr schön. Einmal kurz vor der Schmiede gucken. Die hat inzwischen alles eingeschmolzen. Die kann aus. Sehr schön. Das kommt gleich mit in die Schmiede. Das sind ja eh unsere. Die packen wir mal da hin. Aber das kann rinnen. Das kann rinnen. Geld kann auch erstmal rinnen. Wo haben wir das Geld? Hier. Ist auch noch Eisen. Obwohl, ich behalte mal ein bisschen Eisen zum Reparieren der Rüstung und so. Da kann ich überhaupt mal gucken. Och, die ist noch im tortellosen Zustand. Alles klar. Dann sehen wir mal zu hier mit dem Eisen. Ach, wir besorgen uns jetzt mal Leben. Das dauert noch etwas. Hm. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, wo buddeln wir Lehm weg? Ich denke mal, wir gehen hier vorne in den Wald. Wenn das nicht zu dicht bei uns dran ist, sollte das ja nach 30 Tagen zurückgesetzt werden. Ungefähr hier. Das sollte gehen. Hier kommen wir in der Regel auch nicht lang. Wir fahren ja über die Straße. Wir brauchen ja jetzt nicht allzu viel Leben, aber ein bisschen. Wow. Einmal Schaufel reinpicken, Ausdauerweg. Da kommt Freude auf. Aber wir kriegen immerhin ein bisschen Leben raus. Also so viel brauchen wir hier gar nicht. Ich hätte vielleicht einen Kaffee mitnehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Viel, viel besser gewesen. Na ja gut, Erdbohrer haben wir noch nicht. So schnell kommen wir nicht voran. Wir haben Werkzeuge aber auch noch nicht wirklich geskillt, was Ausdauer so betrifft, ne? Aber wie gesagt, so 300 Leben ungefähr sollte reichen für den Anfang. Wir brauchen da jetzt nicht die Welt von. Und jetzt kommt doch schon wirklich eine ganze Menge heraus. Wir haben schon 170 einstecken. Weil wir da ja versehentlich 3 Skillpunkte am Anfang falsch gesetzt haben. Ist es. Kommt uns das jetzt zum Vorteil, ne? Wunderbar, guck mal, jetzt sind wir schon bei 222 insgesamt. Siehste mal. Und dann sollte auch gleich ein bisschen Essen fertig sein, an dem passt das auch alles. Ein Träumchen. So, mehr brauchen wir im Moment gar nicht. Die können raus. Den können wir hier nämlich ein bisschen, das machen wir jetzt im Inventar. Cobblestone, ein paar Pflastersteinchen herstellen. Wir kriegen Besuch. Wo? Ach, hier stiefelt ein Wanderhörnchen spazieren. Na ja, gut. Hallo, Jungs. Lang nicht gesehen, wa? Aber anscheinend habt ihr mich nicht gesehen. Au! Ihr habt mich doch gesehen. Mensch. Natürlich, die Stalkerin wieder. Keiner sieht einen, aber die Stalkerin, ne? Aber angeblich soll sich das ja lohnen, wenn man Wanderhorn macht, ne? Es soll mehr Loot geben. Können wir es gleich mal ausprobieren? Sag mal, Jungs, wo lauft ihr eigentlich alle hin? Hier spielt die Musik. Immerhin gab es ein Level ab. Jungs, genau, hier spielt die Musik. Bitteschön. Bleib liegen. So, bleib liegen. Und da nochmal. Kommen wir mich gleich mal ausprobieren, ob sich das lohnt. So, der Bochi noch.
Ich weiß ja nicht. Also ich hatte gelesen, es soll denn zur Belohnung Lootsäcke geben, damit man die Wanderhorden nicht immer ignoriert. Aber irgendwie... Außer EP-mäßig hat sich hier überhaupt nichts gelohnt. Aber gut, wir haben zumindest einen Skillpunkt. Dann machen wir hier weiter mit unserem Ausdauertraining. So, dann haben wir jetzt zumindest Ausdauerwiederherstellung beim Sprinten um 20%, die wieder um 25% runtergedrückt wird, wegen unserer Infizierung. Aber das können wir nicht ändern. Medizinische Handwerksfähigkeit? Gucken wir mal. Es lohnt sich also auch in Briefkästen zu gucken. So, da haben wir schon Kunst des Bergbaus. Nehmen wir trotzdem nochmal. Dann haben wir auch schon Schleichangriffe im Nachts. Das haben wir noch nicht. Fertigkeit zum Fertigen vom Vorschlaghämmer. Oh, Steinvorschlaghammer Qualität 4. Und Papier. Papier. Immer Papier. Das ist ja schlimm. Auch wahrscheinlich später für Schrotzenmuni, ja, aber doch jetzt noch nicht. Okay, wir gehen jetzt noch einmal nach Hause. Inzwischen sollte ein bisschen Essen fertig sein, hoffe ich. Und den. Haben wir unser Cobblestone hoffentlich auch fertig. Dann können wir da schon mal ein bisschen was machen. Ich werde wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen ein paar Holzspikes draußen hinstellen, dass zumindest ein Teil der Zombies vielleicht daran stirbt. Damit wir gar nicht ganz so viele hinkriegen. Wir müssen etwas improvisieren. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Im Moment zumindest. Hier ist doch schon unsere Hütte. So, hast du verloren? Schon mal wieder ein Wasser, was wir mitnehmen können. Der braucht echt ewig. Definitiv bauen wir davon mindestens 3 Stück, wenn nicht 4. Ich wollte hier hin. Ja gut, ganz fertig ist es noch nicht, aber immerhin haben wir schon mal unsere guten Kartoffkis fertig. Den esse ich mal. Die bringen, glaube ich, auch nicht allzu viel, ne? Also 10. Vielleicht kann ich auch, weil momentan können wir uns keinen zweiten, dritten Wassersammler leisten. Haben wir noch ein bisschen trübes Wasser? Lass auch nochmal ansetzen. Ah, 13, siehste mal. Jetzt zumindest einen Anfang. Sehr schön. Wunderbar. Das hat er ja auch gleich fertig. Wasser hat er gleich fertig. Aber wir müssen auch dringend anfangen mit der Hornbase. Die hat er fertig. Wunderbar. Den, wir müssen uns heute ein bisschen vorbereiten, ne? Den werden wir jetzt mal erstmal Papier wegpacken. Geschmiedetes Eisen und so brauchen wir aktuell nicht. Hier ist auch noch ein bisschen Cobblestone, das nehmen wir auch mit. Schaden kann es nicht. Ich wollte nur googeln, ob wir nicht vielleicht schon mal irgendwo ein bisschen Beton aufgesammelt haben. Gut, wir hätten ja noch ein bisschen Notfallessen, aber alles okay. Muni und so holen wir uns denn, wenn Horde ist. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Geschmiedetes Eisen brauchen wir im Moment auch nicht. Geld nicht, Leder nicht. Ah, gut. Wir können 20 mitnehmen. Können wir zumindest vielleicht die Stäbe, wo wir durchhauen, schon mal zu Beton machen. Mehr bleibt uns da im Moment gar nicht übrig. So, der köchelt Wasser. Essen nehmen wir mit. Ein Träumchen. Ja, noch haben wir 2. Das kann er erstmal in Ruhe köcheln. Reicht das Holz? Ja. Brennstoff für 30 Minuten. Der braucht gerade mal 10 Minuten. Passt doch. Gut. Dann fangen wir dann drüben an. Definitiv. Unser Fahrer steht da. Wieso laufe ich den zur vollständigen Säude? Das mit der Infizierung kriegen wir schon wieder im Griff. Wo, wie gesagt, aktuell, wenn das nicht sogar schon mittlerweile mehr geworden ist, müsste ich mal gucken. Na, minus 25% Ausdauerwiederherstellung verursacht. Die, ja. Infizierung. Wir kriegen beim Sprinten zwar wieder 20% zurück, aber minus der Infizierung haben wir immer noch minus 5%. Oh Mann, ich hätte mir das mal markieren sollen. Ich Dödel, wo ist es jetzt? Es war auf jeden Fall nicht weit weg. Das war hier ganz in der Nähe.
Definitiv. Sowas passiert auch wieder nur mir. Ich finde es auch cool, dass es jetzt so giebige, auch wenn der nicht gerade hübsch ist, zwischen den einzelnen POIs gibt. Irgendwo hier vorne wäre das jedenfalls. Hallo, ich hoffe, hier ist keine Zeug. Da ist der Händler. Oh nee, du, ich hätte es mir markieren sollen. Das ist es nicht, das war ein grünes Gebäude. Echt jetzt? Ist das jetzt doch ein Ernst, Junge? So vergesslich kann man doch nicht sein. So vergesslich kann man echt nicht sein, mein Freund. Aber offensichtlich bin ich's. Das war auf jeden Fall nicht Voidweg. Nimm mal Fahrrad mit. Das war auf jeden Fall unserer alten Base vorbei. Ja, das ist ja die da. Ah, ich glaube, ich würde jetzt auch wirklich einen ganzen Elefanten verschenken für zwei Antibiotika. Da lüften Moni spazieren, aber hier ist ja immer Halligalli. Da wollten wir nicht rein, weil es zu groß ist. Jetzt müssen wir uns hier wieder so schnitzeljagdtechnisch weiter nach vorne arbeiten. Nur um das Gebäude wieder zu finden. Da vorne ist eine Tanke. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die das ist. Mammel, hier hatten wir nicht gebaut. Aber es war hier in der Nähe. Boah, das ist ein grünes Gebäude. Das ist auch die Quest, wie es aussieht. Aber das war auch nicht das, was wir gebaut haben. Nein, ich will jetzt nicht zum Sammelpunkt. Aber es war hier in der Nähe. Hier waren wir auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, hier... Wollen wir mal kurz gucken. Der war das nicht. Sind wir weiter nach hier? Ich jetzt. Ist das der? Bitte lass es der sein. Sowas passiert echt nur mir. Das kann ja nicht allzu weit weg sein. Ich glaube, den hatten wir gelootet. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, und da ist es auch. Sehr schön. Also doch nochmal gefunden. Das ist typisch. Sowas von typisch. Gut. Ja, hier hatten wir uns hochgebaut. Hier können wir inzwischen einen Weg nehmen. Zuck, zack, zuck, zack. Jetzt will ich als erstes. Wollen wir hingucken. Ist das gute Gebäude hier? Markieren als provisorische Hordenbase. Oh, machen wir hier mal, was machen wir da? Hier, Festung. Hodi. Zumindest für den Anfang. Können wir uns später wieder lösen. Aber für den Anfang ist es okay. Den müssen wir das hier jetzt erstmal... Ah, das muss so oder so alles aus Cobblestone. Kostet immer noch wie vorhin 10, ne? Jo. Ich hoffe, unser Cobblestone wird da reichen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das bezweifle ich so ein bisschen. Aber auch das wäre mir feststellt. Auf jeden Fall, die Zombies hauen uns dann sofort kaputt. Das muss ein bisschen stabiler. Zumindest gibt uns immer noch gut EP, stelle ich gerade fest. Das hat sich also nicht geändert. Unser Cobblestone wird nicht reichen. Definitiv nicht. Aber abwarten. Es ist nur provisorisch. Für die erste Runde wird es gehen. Aber wenn noch was fehlt, ist es nicht mehr viel. Wäre eigentlich auch ganz praktisch, wenn jetzt mal ein Zombie vorbeikommen würde. Nur mal um zu testen, ob sie das hier überhaupt anerkennt, die Rampe.
bevor sie den Zombie einmal nach oben lockt. So, da ist wieder die kleine Dose für zwischendurch. Zombies aber auch nicht zufällig hier jetzt gerade irgendwo, ne? Wir haben immer Zombies, aber nicht, wenn wir sie brauchen. Aber das kennen wir ja auch schon. So. Ob ich das hier so lasse, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich hier auch noch Blöcke hin, aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal das da. Das geht vor. Und ich bin hier auch noch nicht so sicher, ob ich das wirklich so lasse. Aber eigentlich reicht das. Die Zombies sollen hier ja nicht rüberspringen. Die werden mit Sicherheit hier rumditschen. Das Gebäude selber soll halt auch nicht gleich einstürzen, deswegen halt zumindest aus Stein. So. Das wäre zumindest der Eingang für die Zombies. Hier bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich im Block vorsitze, aber ehrlich gesagt, wenn man sich hier so hinhockt, wäre das eigentlich sehr praktisch. Wenn man steht, kann man direkt auf die Köpfe hauen. Müsste man aber gucken, wie man es am besten macht. Jetzt erstmal. Und wir selber bauen uns dann irgendwie hinten einen Eingang ein oder sowas. Ich bräuchte mal sowas wie Pfosten. Am besten. Ja, jo, der Pfosten ist eigentlich okay. Der müsste bloß gedreht werden. Do. So, mal gucken. Ja, auf jeden Fall müsste unten einer hin, damit wir da oben auch noch einen hinsetzen können. Damit sie hier gar nicht durchkommen. Da müsste einer hin. Da müsste einer hin. Ich bin nur gerade überlegen, um da auch Doppelpfosten draus zu machen. Müsste ich das anders bauen? Mal wieder weg. Und zwei. Einmal drehen. Oh, das war richtig. So hin. Ah, müsste ich hier den verlängern, sonst hält er nicht. Und hier auch nochmal. So, und das Ganze können wir dann von innen mich auch nochmal reinsetzen. Erstmal die hier, das ist das Wichtigste. Weil ich muss ja auch verhindern, dass Zombies reinkommen, ne? Es werden sich wahrscheinlich Zombies durchglitschen, das kennen wir ja schon. Aber das ist denn nur ein kleiner Teil und nicht alle. Okay, guck, da ist nämlich schon Cobblestone alle. Deswegen werde ich, denke ich mal, hier rundherum auch noch so Holzspikes ausstellen, um zumindest einen Teil der Zombies abzufangen. Und? Ah, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. So, die erstmal so. Ja, ausdauermäßig wird es auf jeden Fall ein Problem. Weil ich denke mal, die erste Horde wird ja jetzt auch nicht so schlimm werden, hoffe ich mal. Aber dann müssen wir gucken. So, dann gibt man auch mal wieder die Blöckchen. Ist ja alles nur etwas provisorisch im Moment. Soll auch gar nicht allzu groß werden, aber wir müssen notfalls ein bisschen außer Reichweite gehen können. Ich finde, zwei Blöcke dazwischen sind okay, ne? So, und nochmal ein, zwei. Hier wird der dritte. Hier bauen wir dann so eine Art Gitter rein, würde ich sagen. Na doch, passt, ja. Der kann auch wieder weg. Wie groß ist das Ganze? Wurde mal. Ein bisschen schmoll, ne? Kommt mir gerade so vor. Hier wird in die Tür reinkommen. Der müsste dann natürlich noch höher. So wie da auch. Gucken. Ah, für eine provisorische Hordenbase sollte es aber gehen. Ja gut, das geht. Wir brauchen hier nicht um den Gitter. Hauptsache, wir haben da und da eins. Hier müsste noch hin. Oben drauf machen wir dann auch nochmal ein Gitter, wo wir ein paar Spikes rausstellen, falls Geier kommen. Können wir da abfangen. Und ich denke mal, ich werde hier auch unten drunter zur Befestigung ein bisschen ordentlich machen, ne? Das sieht sonst alles so ein bisschen doof aus. Aber ich denke mal, für die erste Horde wird es funktionieren. Da bin ich mal relativ sicher. Je nachdem, wie viele Zombies kommen. Ich weiß nicht, wie die Horden hier in A21 ablaufen. Wenn wir dann natürlich irgendwie eine Kotzorgie und am besten gleich schon Demo ab Game Stage 10 oder so, dann sind wir hier erledigt. Denn
Aber das glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen übertrieben. Das funktioniert so nicht. Sehr schön. Ja, jo, hier steht es ein bisschen stabiler. Haben wir da ja auch. Das machen wir hier dann auch noch einmal. Und den Post hat schon. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Waffen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Mit unserer Infizierung kriegen wir definitiv nicht alle Zombies umgekloppt. Das lässt sich gar nicht verhindern. So. Müssen wir nicht nur in die Gitter rein. Alles für Stecken. Das brauchen wir noch ein bisschen Cobblestone. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Steinchen und ein bisschen Lehm. Und den haut das schon hin. Aber auch kein Zombie hier zum Testen, ne? Nö. Aber gut, wir haben ja noch einen ganzen Tag Zeit. So ist es nicht. Ich will hier nichts vor der Tür wegbuddeln, weil ich Angst habe. Die buddeln sich sonst unter durch. Obwohl denen das hier nichts bringen würde, aber... Man weiß hier nie. Oh, wir haben hier die gute Shotgun-Fabrik. Das wäre was für später. Definitiv. So, Reparierurne. Den gucken wir hier nochmal. Ein bisschen lame. Warte mal. Sind das Zombies? Nö, ne? Also wer auch immer hier residiert hat, der muss sich nicht wundern, dass er tot ist. Der muss sich wirklich nicht wundern. Gut, aber auf jeden Fall. Da haben wir noch ein bisschen Stone, das Post, dann noch ein bisschen Lehm. Damit wir noch ein bisschen Cobblestone herstellen können. Und dann kriegen wir es hier alles hin. Wir machen ja jetzt auch nicht mehr so wenig Schaden mit unseren Werkzeugen. Das da vorne ist, glaube ich, der Schießstand. Den haben wir auch in der Nähe. Das passt doch. Aber momentan echt so zombie-ruhig hier, ne? Wunderbar. Du bist hungrig. Ja, ja, ja. Kannst gleich was essen. Gut, Steine haben wir, glaube ich, erstmal genug. Hier, erstmal ein Stück Fleisch, mein Freund. Dann brauchen wir noch ein bisschen Lehm. Das werden wir hier, glaube ich, mitnehmen. So, wir brauchen ja jetzt noch nicht die Welt. Hauptsache, wir können noch ein bisschen Cobblestone herstellen. Wir brauchen ja jetzt auch nicht mehr so viel. Aber ein bisschen brauchen wir noch. Nützt ja alles nichts, ne? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Wie ihr eure erste Horde hier verbracht habt. Man kommt hier ja so schlecht an Materialien. Würde mich zumindest mal interessieren. So. Naja, Lehm haben wir 200. Komm, wir machen wieder 300 voll, dann passt das. Ein Träumchen, dann setzen wir wieder Cobblestone an. So. Aber freiwillig sterbe ich nicht, auch mit extrem hoher Infizierung. Das sehe ich gar nicht ein. Absolut nicht. Absolut gar nicht. So. Das Korn wieder raus, den hier. Mach mal deine Cobblestone. Oh Gott. Stein hat nicht mal gereicht. Na gut, wir nehmen ein bisschen. Wir brauchen noch ein bisschen Stein zum Reparieren. Das nützt für alles nichts. Nehmen wir den noch mit. Passt alles. Ich verabschiede mich schon mal von euch, weil ich sehe gerade. Oha, das ist eine Puse. Wir sind bei 45 Minuten. Zeug vergessen. Ja, das ist wieder typisch bei mir. Geht's denn ums Bauen? Denn total die Zeug vergessen, den steigert man sich wieder so rein. Auch wenn es jetzt nur um eine provisorische Ordnungsbase geht. Aber das Bauen ist halt das, was einen so extrem fasziniert. So, jetzt haben wir zumindest ein paar Steine zum Reparieren. Der stellt her, alles klar. Und den können wir morgen da weitermachen mit dem Rest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.